Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Raven. Und wir stecken da jetzt momentan fest, weil der will da in seine Kabine rein, der hat irgendwas zu verbergen. Schwierig. Wir werden da aber noch einmal zurückgehen. Und, mit dem Professor will ich nicht reden. Wir werden dann nochmal ganz zurück in Richtung, na? Ach Gott, sagt's mir geschwind. Ja, Richtung, wo der Tresor steht. So, jetzt habe ich es. Da werden wir sich zurückbegeben. Ja, irgendwo, da kann ich überhaupt nichts mehr tun. Irgendwo muss ich was vergessen haben. Weil da haben wir überall alles mitgenommen und irgendwo habe ich da was vergessen, glaube ich. Irgendwo wieder. Wir wissen ja mittlerweile, Freunde, dass wir da, wenn wir da jetzt reingehen, wir können nichts machen. Jetzt ist die Frage, kann ich da irgendwas tun? Da kann ich zurückgehen, okay. Oh, da ist was. Betrachte die Kiste, okay. Hm. Eine Kiste mit einem Vorhängeschloss. Ich würde vermuten, dass sich darin Werkzeuge für Bahnmitarbeiter befinden. Vielleicht fürs An- und Abkoppeln der Wagen. Auf jeden Fall ist der Kasten so angebracht, dass man ihn vom Boden besser erreichen kann als von hier oben. Hey, cool. Werkzeug, kombiniere, ne? Werkzeug. Und wir können dann in die komische Schublade da rein von den Stuart, dem, was wir immer noch nicht gefunden haben. Abgeschlossen. Ja. Bang, bang. Wow. Keine Bewegung. Matt, bist du des Wahnsinns? Ich schieße. Hey, meine Pistole. Die kannst du dir in Venedig abholen. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie sind ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins am Fenster vorbeigeflogen. Ja, ja, schon klar. Abmarsch. Oh Mann. Oh Mann, ja, das hätte uns das Leben kosten können, mein Freund. Ich meine, jetzt ist er zwar beleidigt, aber ja, was soll es. So, schauen wir. Die Kiste ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ohne Schlüssel bekomme ich die nicht auf. Ja, natürlich. Das war mir jetzt irgendwie klar. Die Kiste ist... Ja, das kennen wir schon. Schwierig. So, okay. Was? Gut, gehen wir wieder in den Salonwagen. Die Kiste hat uns genau gar nichts gebracht. Weil zum Safe brauchen wir gar nicht umgehen, Freunde, weil da... Nein, da können wir sowieso nichts machen. Und wir müssen da in die Schublade rein, weil ich denke, in dieser Schublade ist der Schlüssel für den komischen Professor da. So, gehen wir da mal weiter. Oh, Herr Wachtmeister? Ja, okay. Ja, bitte? Ich hoffe, mein Sohn hat Ihnen keine Umstände gemacht. Er lief gerade wütend und wortlos an uns vorbei. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass ihm jemand die Grenzen aufgezeigt hat. Ich fürchte, es war so. Er hat mir einen Streich gespielt, den man als gefährlich bezeichnen muss. Ich sah mich gezwungen, ihm zur Strafe seine Holzpistole abzunehmen. Ich verstehe. Und ich danke Ihnen. Matty ist ein sehr lebhaftes Kind. Manchmal fehlt ihm einfach die starke väterliche Hand. Wo ist denn Matts Vater, wenn ich fragen darf? Er ist nicht mehr da. Oh, ich verstehe. Wollen Sie mir Mattys Pistole vielleicht da lassen? Dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Gern. Ich habe ihm gesagt, er bekommt sie erst in Venedig zurück. Natürlich. Noch einmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ja, bitteschön, gern geschehen. Ich meine, dein Leben war es ja nicht, ne? Rede mit Miss Miller, soll ich? Reden wir mal vielleicht, oder? Ich glaube, es ist ihr unangenehm, wenn ich vor der Lady mit ihr rede. Ja, okay. Dabei strickt sie nur. Eine typische Alibi-Arbeit für Frauen, denen als Mädchen eingetrichtert wurde, Müßiggang sei eine Sünde. Ah, okay. Nee, da, hallo. Also, ich muss ehrlich sagen, die Steuerung ist schon ein bisschen... Sehr merkwürdig da mit der Maus, das ist... Naja, egal. So, der zerstreute Professor, den können wir momentan auch nicht helfen. Weil wir immer noch nicht den Stuart gefunden haben. Ohne Stuart finden wir auch nicht den Schlüssel. Ja, und da sitzt jetzt der Matty. Der ist beleidigt auf uns, oder? Ja, reden wir mal mit ihm. Schauen wir, was wir da rausfinden. Vielleicht finden wir irgendwas raus. Hallo, Matt! Ja.
Ach komm schon. Willst du den Rest der Fahrt sauer auf mich sein? Na, bis ich meine Pistole wieder habe. Ich hab sie deiner Mutter gegeben. Oh Mann! Hättest du es nicht einfach bei einem Donnerwetter belassen können? Hättest du dann was daraus gelernt? Hab ich so auch nicht. Oh, na toll. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Lichtzeitung, nee, Zahnstocher, Bleistift. Vielleicht können wir bestechen mit Karamellbonbons, schauen wir mal. Willst du vielleicht ein Tröpsli? Du glaubst wohl, du kannst mich bestechen. Ich habe keinen Grund dazu. Du hast Unfug gemacht und bist dafür bestraft worden. Sieh es als Friedensangebot. Ja. Nur vier? Wenn ich schneller bin als du, sind es nur noch drei. Hey! Also, bescheiden wieder ist... Wieder Freunde? Mhm. Na also. Und kein gefährlicher Blödsinn mehr. Ja. Also bescheiden ist er der Matti nicht. Nur vier? Ne? Ich meine, anstatt dass er froh ist, dass er überhaupt was kriegt, irgendwie halt, ne? Nein, egal. So, Lady Westcott, Pläne des Jungen, verschwundene Brieftasche, Stuart, verabschieden. Lady Westcott, ja, fragen wir mal. Deine Mutter ist also Gesellschafterin von Lady Westmacott? Ja, aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe auch erst gedacht, wie unsympathisch muss man sein, damit man für Freunde bezahlen muss. Aber die Lady ist echt in Ordnung. Ein bisschen schrullig und schon ganz schön alt. Aber sonst ist sie spitze. Sie mag mich. Hat einen seltsamen Geschmack, die Lady. Hey! Wo lebt er? Sein Vater? Was? Okay. Und du und deine Mom? Ihr wohnt beide auf dem Anwesen der Lady Westmacott? Ich nur in den Ferien. Die meiste Zeit des Jahres bin ich im Internat. Stelle ich mir nicht so schön vor. Ja, ich auch Doch, nicht. Doch, ist ganz in Ordnung. Ich habe meine Freunde da. Im Haus der Lady muss man immer leise sein. Und ich darf keine Freunde mitbringen. So ein großes Haus mit so vielen Versteckmöglichkeiten. Und niemand, der mit einem Verstecken spielt. Du hast es genau erfasst. Aha. Ja, das ist aber wirklich langweilig. Sein Vater? Und seit wann arbeitet deine Mutter schon für die Lady? Seit 2 Jahren. Und dein Vater? Was macht der? Der ist zu Hause geblieben. Früher bin ich mit ihm immer angeln gegangen. Und jagen. Ich durfte sogar schon mal mit einem echten Gewehr schießen. Und dann? Dann hat Mom sich mit ihm gestritten und er ist weggegangen. Da war ich 7. Oh. Okay. Gut, Pläne des Jungen. Oh, und... Wie alt bist du jetzt? In 8 Monaten werde ich 9 Jahre alt. Und weißt du schon, was du mal werden willst? Einbrecher vielleicht? Nein. Mal sehen. Schauspieler vielleicht. Tatsächlich? Also ich weiß nicht. Dafür braucht man wirklich eine Menge Talent. Ich selber bin Schauspieler in einer Theatergruppe. Ja? Und ob? Und ich bin einer der Besten bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich gehe voll und ganz in meinen Rollen auf, verstehst du? Ich rede dann nicht nur wie meine Figur, ich denke wie sie. Ich werde zu der Person, die ich verkörpere. Denn nur so kann man... Matt, alles in Ordnung? Ich glaube, als Schauspieler muss man nur gut Sachen nachmachen können. Das war nicht schlecht. Grausam. Aber nicht schlecht. Grausam, aber nicht schlecht. Ja, okay. Okay, verschwundene Brieftasche. Schauen wir mal, ob man irgendwas weiß. Die Baronin da hinten im 2. Abteil vermisst ihre Brieftasche. Hast du eine Ahnung, wo die stecken könnte? Und ob? Ah, okay. Der da drüben. Der mit dem Geigenkasten. Hä? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Der hat in Zürich was aufgehoben und es in seinen Geigenkasten gepackt. Tatsächlich? Ja. Und dabei hat er sich umgeguckt, ob ihn auch niemand beobachtet hat. Aber du hast es gesehen? Mhm. Und hast du auch gesehen, was es war? Nicht so richtig. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt glaube ich, dass es die Brieftasche von der Baronin war. Das sollte ich herausfinden, oder? Finde ich auch. Ja, ich glaube auch, dass wir das rausfinden sollten.
Okay, vielleicht weiß er, wo das Tor ist, dass wir endlich den Schlüssel finden für den... Sag mal, hast du irgendwo den Steward gesehen? Nee. Vorhin lief er hier immer rum. Hoffentlich haben sie ihn nicht in Zürich vergessen. Was sollt ihr denn machen? Ich suche einen Schlüssel, mit dem ich eine Kabinentür öffnen kann. Hast du mal in seinen Sachen hinter der Theke nachgeguckt? Ja, haben wir. Die Schubladen werden bestimmt abgeschlossen sein. Kannst du sie nicht aufbrechen? Nee. Oder knacken wie der Rabe? Nee. Gut möglich. Dafür bräuchte ich aber ein Stück Draht oder so etwas. Frag mal meine Mom. Die hat immer ganz viele Haarnadeln dabei. Sie mag es nicht, wenn der Wind ihre Haare unordentlich macht. Hm? Danke für den Tipp. Mach's gut. Mach's besser. Hey, okay. Seine Mama hat so eine Haarnadel. Okay, da werden wir mit der Mama sprechen. Aber zuerst nehmen wir sie mal den Geigenspieler davor, weil wenn der Matt hat gesagt hat, dass der was aufgehoben hat. Und wenn das die Brieftasche war, dann hat er die Brieftasche an sich genommen von der alten Dame. Und das werden wir jetzt herausfinden. Entschuldigen Sie, mein Herr. Brieftasche der Baronin, genau. Wegen der Brieftasche. Ja, bitte, wurde sie gefunden? Jemand hat sie samt Geigenkoffer auf dem Bahnsteig in Zürich gesehen. Ja, bitte, ihr habt nichts gestohlen. Das hat ja auch niemand behauptet. Ich wollte nur fragen, ob Sie auf dem Bahnsteig etwas beobachten konnten. Ach so, ich... Wie kommen Sie darauf, ich würde Sie verdächtigen? Naja, ich dachte, dass Sie im Zusammenhang mit dem Geldbörsel meinen Geigenkoffer erwähnt haben. Apropos, dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Geige werfen? Das ist doch bestimmt ein ganz außergewöhnliches Stück. Oh, das geht leider nicht. Es ist eine echte Guarneri. Sehr wertvoll. Ganz genau. Und sehr empfindlich. Was sollte ihr hier schaden? Licht? Luft? Dürfte ich Sie bitten, den Geigenkoffer zu öffnen? Nein, dürfen Sie nicht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Dann fürchte ich, dass Sie eine richterliche Anordnung benötigen. Ich lasse mich nicht einfach so von Erna durchsuchen. Ja, okay. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Na bitteschön. Das Problem ist nur, wie kommen wir da jetzt zu den Geigenkoffer? Der Geiger ist unkooperativ. Ich bin nicht befugt, gegen seinen Willen und ohne triftigen Grund seine Habseligkeiten zu durchsuchen. Und das weiß er. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ja, das ist richtig. Matt sagt, der Geiger habe am Bahnsteig etwas in den Geigenkoffer gelegt und dabei verdächtig gewirkt. Die Frage ist nur, wie glaubwürdig ist die Aussage eines Jungen mit viel Fantasie? Ja, das stimmt allerdings. Aber wie können wir jetzt den ablenken, damit wir da reinschauen können? Ich glaube auch, dass der Geiger etwas zu verbergen hat. Doch um sicher zu gehen, dass Matts Aussage richtig ist, muss ich einen Blick in den Koffer werfen. Wie gelingt mir das ohne die Zustimmung des Geigers? Ja, das ist jetzt die Frage der Fragen. Wie gelingt uns das jetzt? Was können wir da jetzt noch machen? Was können wir da machen? Oh, Fenster. Fenster. Was soll das? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt, das Fenster bleibt zu. Ja, ich hätte gesagt, das Fenster bleibt auf, weil frische Luft schaut nicht. Sie sind nicht allein im Zug. Ich will das Fenster geöffnet haben. Es scheint ja nicht mehr weit her zu sein mit der Schweizer Höflichkeit. Was? Ja, du bist aber auch nicht gerade um. Ich werde mir wegen Ihnen keine Verkühlung einfangen. Hängen Sie woanders hin, wenn es einer nicht passt. Wie war's, wenn du woanders hingehst? Hallo, geht's noch? Okay, das heißt, er steht eigentlich auf, macht das Fenster zu. Das wäre. Freunde. Das wäre eigentlich unsere große Chance. Das heißt, ich mach das Fenster auf, er steht auf, macht das Fenster zu. Wir müssen nur schauen, wie wir irgendwie da das Fenster dazu bringen, dass er das nicht zubekommt, dass wir da reinschauen können. Was haben wir denn?
Zahnstocher? Nee. Zeitung? Nee. Wir haben dann... Leute, mir ist da jetzt gerade was eingefallen. Aber wie wir das machen, ja, das kommt in der nächsten Folge. Der Manikus sagt wie immer, ciao, ciao.